Nina Hutter, hallo. Ich bin Schulsozialarbeiterin an der Mittelschule Kaindorf, jetzt schon das fünfte Jahr. Man findet mich jede Woche zweimal an der Schule. Ja, Schüler und Schülerinnen kommen zu mir, wenn es Themen gibt, über die sie gerne mal reden möchten, wenn sie vor besonderen Herausforderungen stehen oder wenn es Streit gibt mit der besten Freundin, mit dem besten Freund. Wir nehmen uns dann Zeit, wir setzen uns hin, wir überlegen gemeinsam eine gute Lösung für das Thema oder das Problem oder schauen, welchen Weg wir finden, dass es einfach wieder für alle gut weitergeht. Schulsozialarbeit ist ein kostenloses Angebot, das ist freiwillig, die Gespräche sind vertraulich, finden in der Regel im Beratungsraum statt. Der ist zwar nicht allzu groß, ist aber mittlerweile zum Raum der Begegnung geworden. Das heißt, da ist in der Pause immer was los, man kommt her, man kann sich zusammensetzen, gemeinsam Spiele spielen, ja, und sie kennenlernen. Ansonsten unterstütze ich gerne überall, wo ich kann, damit die Schule ein Ort bleibt, wo sich alle wohlfühlen dürfen, wo es alle gut geht. Das passiert einerseits zum Beispiel durch Workshops in den Klassen, zum Beispiel zum Thema Klassenklima, zum Thema Zusammenhalt oder zu aktuellen Themen wie Gesundheit oder sicherer Umgang im Internet. Andererseits auch durch die Durchführung von unterschiedlichen Projekten. Und eins ein Projekt darf ich bei der Gelegenheit gleich ganz besonders vor den Vorhang holen. Das ist das Schüler- und Schülerinnenparlament. Das Schülerparlament ist eine Möglichkeit für Schüler und Schülerinnen, unsere Wünsche zu einem Thema zu machen und mitzureden. Dazu treffen wir uns einmal im Monat im Gruppenraum. Dazu haben wir eine Klassensprecherin und Sprecher gewählt. Die vertreten die Anliegen der Klasse im Parlament. Die Themen dafür werden in der Klasse gesammelt, beziehungsweise gibt es einen Briefkasten, wo man Themen und Wünsche anonym abgeben kann. Worüber dann in der Sitzung diskutiert wird, wird am Anfang abgestimmt. Die Schülerparlamentssitzung läuft immer gleich ab. Es gibt einen Vorsitzenden, der die Sitzung leitet. Einer hat immer die Zeit im Blick und ein anderer schreibt das Protokoll. Die Aufgaben wechseln jede Sitzung und was wir besprochen haben, kann man unten nachlesen. Das Protokoll wird unten aufgehängt. So haben wir heute zum Beispiel schon über für uns eine bessere Pausenregelung diskutiert. Diese Ergebnisse haben wir dann der Frau Direktor Nerath vorgelegt. Die wurden dann auch umgesetzt.